Herzlich willkommen beim Rückenfit. Heute starten wir wieder mit einem Warm-up und kräftigen dann den Rücken einmal im Stehen und auch auf der Matte. Wenn es nicht möglich ist, auf die Matte zu gehen, kann man immer das alles auch im Stehen oder auf einem Stuhl machen. Los geht's! Beine schön locker und die Arme nach vorne nehmen. Schön die Arme ein bisschen beugen zur rechten und zur linken Schulter. Und Beine nach rechts und links. Sehr gut. Und Achtung, Arme öffnen. Immer so nach oben und nach unten öffnen. Drei, zwei, eins. Sehr gut. Und die Fersen zum Po. Und die Schultern gehen zurück. Hier schön Schulterblätter nach hinten. Oberkörper gerade lassen. Und drei, zwei, eins. Sehr gut. Und wir gehen vor und zurück. Mit der Seite und die Arme mitnehmen. Schön locker den Oberkörper mitnehmen. Drei, zwei, eins und das Bein wechseln. Ausatmen. Sehr gut. Und wir heben das rechte und linke Bein seitlich und wir nehmen die Arme mit. Rechter Arm, linkes Bein. Sehr schön. Drei, zwei, eins und kreuzen. Immer rechter Arm zum linken Bein. Mit gestreckten Beinen. Schön auf die Gegenseite. Tief durchatmen. Sehr gut. Und locker. Schultern kreisen. Schön locker den Oberkörper lassen. Sehr gut. Und jetzt gehen wir vor und zurück. Tippen hier an. Erstmal mit den Fußspitzen. Und die Arme mitnehmen. Und Arme schön hoch. Sehr schön. Und Fersen nach vorne. Sehr gut. Und wechseln. Fußspitze. Fußspitze und Fersen. Fußspitze, Fußspitze und Fersen. Sehr gut. Drei, zwei, eins und locker. Und wir gehen seitlich mit dem Bein auf die andere Seite. Oberkörper schön gerade. Ruhig erstmal die Beine und dann die Arme dazu nehmen. Sehr gut. Und drei, zwei, Achtung, wir nehmen das Bein mit hoch. Hinter, hochziehen. Hinter, hochziehen. Hinter, hochziehen. Genau. Kreuzen auf die Gegenseite und dann das Bein mit hochnehmen. Die Arme gehen runter. Los geht's. Sehr gut. Noch drei Stück. Zwei. Und einmal noch. Locker. Schön. Beine ein bisschen anheben,
Arme locker schwingen. Und auf die Fußspitzen hoch und Arme mitnehmen. Schön die Füße abrollen lassen, Oberkörper gerade. Und tief ein- und ausatmen. Sehr schön. 3, 2, 1. Locker. Und wir nehmen die Arme hoch und kreisen mal eine Runde. Rücken schön nach unten fallen lassen. Auch mal die Seite wechseln und hier schön einen großen Kreis. 3, 2, 1 und locker. Schultern entspannen. Und nochmal auf die rechte und linke Seite bei den Oberkörper verlagern. Sehr schön. Und strecken. Nochmal groß machen. Auf die Fußspitzen. Sehr schön. Und wir starten in die erste Übung. Im Stehen. Leicht in die Knie gehen und den Oberkörper nach vorne und wir wechseln die Hände. Einmal nach vorne und nach hinten. Und schön in dieser Position bleiben, Bauch ist angespannt, ganz wichtig. Arme vor und zurück. Sehr gut. Und nochmal ein bisschen tiefer gehen und halten. Kleine Hackbewegung hier unten. Und bleiben. 3, 2, 1 und locker. Prima. Beine lockern. Arme einfach hin und her schwingen. Und nochmal Knie leicht gebeugt. Oberkörper schön nach vorne beugen. Bauch schön festmachen. Und die Hand geht vor uns. Vorne halten, kleine Bewegung hier. 3, 2, 1 und locker. Pause. Entspannen. Wichtig ist, es soll nichts wehtun. Wirklich nur so weit mit dem Oberkörper runtergehen, dass es keinen Rückenschmerz macht. Ganz wichtig, ja? Und dritte Runde, leicht in die Knie gehen und wir gehen mit dem Oberkörper nach vorne, die Arme gehen vor und zurück. Sehr schön. 3, 2, 1 und vorne bleiben, noch ein bisschen weiter mit dem Oberkörper runter und die Arme gehen hoch und runter. 3, 2, 1 und locker. Prima. Entspannen. Super. Dann die nächste Übung. Das ist auch für die ganze Rumpfstabilität. Wer kann auf ein Bein stellen, wem das nicht möglich ist, ohne festhalten, der kann gerne irgendwie an die Wand greifen oder irgendwo sich hier festhalten, das ist kein Problem, ja? Also auf dem Stuhl oder sowas festhalten und dann auf einem Bein leicht in die Knie gehen und hier die Arme hoch und runter und versuchen zu halten. Bauchspannung und der Rumpf ist angespannt. Dann das Bein wechseln, leicht in die Knie gehen, Bauch anspannen, Rumpf gerade lassen und die Arme rechts und links hoch und runter. Sehr gut. 3, 2, 1 und
und locker. Beine lösen. Und Seite nochmal wechseln. Rechtes Bein, Bauch anspannen. Und kleine Bewegung. Man kann auch die Arme ausstrecken. Wer das kann, muss man mehr ausgleichen. Und 3, 2, 1, locker. Genau. Also wenn man sich festhält, dann einfach mit einem Arm bewegen und versuchen immer mal wieder loszulassen und schön die Rumpfspannung zu halten, nicht hin und her fallen. Gut, nochmal aufs linke Bein, Arme nach vorne, kleine Bewegung hoch und runter. 3, 2, 1 und locker. Beine entspannen. Prima. Okay. Jetzt nochmal aufs rechte Bein. Und kleine Bewegung. Arme ruhig ausstrecken. 3, 2, 1 und Pause. Nochmal linkes Bein. Kleine Bewegung, Rumpfstabilität halten. Sehr gut. 3, 2, 1 und locker. Auf die Knie. Und erstmal rund machen und durchhängen lassen. Bauch schön anspannen, Hände sind unter den Schultern, Knie unter der Hüfte und Knie und Ellbogen zusammen und Arm und Bein anheben. Rumpf bleibt schön stabil. Und 3, 2, 1 und wir halten hier. 5, 4, 3, 2, 1, sehr schön. Wichtig ist, Rücken bleibt schön gerade und stabil bleiben, versuchen die Spannung zu halten, dass man nicht hin und her fällt. Ja? Gut, jetzt anderes Bein und anderer Arm, das heißt linker Arm und rechtes Bein. Los geht's. Drei, zwei, eins und halten. 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Und Pause. Kurz entspannen. Prima. Und zweite Runde. Rechter Arm, linkes Bein. Los geht's. 3, 2, 1. Schön die Körperspannung halten. Nicht hin und her fallen. Und oben bleiben. Schön Arm und Bein oben halten. 5, 4, 3, 2, 1. Und Seite wechseln. Drei, zwei, eins und halten. Und locker. Pause. Sehr schön. Dann eine letzte Runde und da wechseln wir rechts und links. Das heißt hier eine Seite. Und andere Seite. Schöne Rumpfspannung halten. Und
und hier oben bleiben. 5, 4, 3, 2, 1 und Seite wechseln, hier oben bleiben. 5, 4, 3, 2, 1. Prima. Auf den Rücken legen. Und Grundspannung aufbauen. Das heißt, der Bauchnabel wird eingezogen und die Lendenwirbelsäule wird auf die Matte gedrückt, ja? Ganz wichtig, hier darf keine Hand dazwischen. Dann Po anspannen und die Fußspitzen hoch. Und das erstmal halten. Schön Bauchnabel einziehen, Po anspannen, Lendenwirbelsäule in die Matte und Fußspitzen hoch. Halten und lösen. Spannung neu aufbauen. Bauchnabel einziehen, Lendenwirbelsäule in die Matte drücken. Po anspannen, Fußspitzen hoch und den Oberkörper mal hoch. Das heißt, Hände in den Nacken und schön hier halten. 5 bis 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Locker. Genau, also Bauch und Rücken arbeiten immer zusammen, deswegen haben wir hier auch beides. Wichtig ist als erstes die Grundspannung aufbauen, das heißt Bauch anspannen, Lendenwirbelsäule runter und Po anspannen, Fußspitzen hoch und dann erst den Oberkörper abheben. Tief ein- und ausatmen, nicht die Luft anhalten, 5, 4, 3, 2, 1, sehr schön und Pause, entspannen. Sehr gut. Dann nochmal die Spannung aufbauen, Bauch, Po und Lendenwirbelsäule runterdrücken. Wir nehmen die rechte Hand und drücken gegen das linke Bein und halten hier. Schön weiter atmen, nicht die Luft anhalten. 3, 2, 1. Kurz lösen. Neu aufbauen und Seite wechseln. Linke Hand gegen das rechte Bein drücken. 3, 2, 1 und locker. Entspannen. Tief ein- und ausatmen in den Bauch. Alles mal locker lassen. Beine können mal so ein bisschen nach rechts und links. Und dann starten wir die nächste Runde. Anspannen, Bauch, Po und Lendenwirbelsäule runter. Rechte Hand. Zum linken Bein und gegen drücken. Sehr gut. 3, 2, 1. Gleich weiter. Und linke Hand zum rechten Bein. 3, 2, 1. Und Pause. Linkes Bein wird ausgestreckt. Rechtes Bein angewinkelt. 90 Grad. Bauchnabel einziehen, Lendenwirbelsäule auf die Matte drücken und wir nehmen die linke Hand und drücken gegen das rechte Bein. Schön Spannung aufbauen. Schön weiteratmen. 3, 2, 1 und Seite wechseln. Linkes Bein anwinkeln und die rechte Hand drückt gegen die linke Seite. Schön die Grundspannung vorher aufbauen und halten. 3, 2, 1 und Pause. Entspannen. Tief in den Bauch ein- und ausatmen. Und Seite wechseln. Bein nach oben und Spannung aufbauen und gegen drücken. 3, 2, 1 und wechseln. Schön gegendrücken. 3, 2, 1 und Pause. Entspannen. Dann das Becken anheben. Auch hier die Spannung halten. Bauch anspannen und Rücken gerade. Hier bleiben. Und wir heben das rechte und linke Bein ab.
Schön die Spannung halten. 3, 2 und 1. Sehr schön. Und dann erst das Becken absinken und entspannen. Ja? Genau. Auch hier erstmal Grundspannung aufbauen. Lendenwirbelsäule wird in die Matte gedrückt. Bauch anspannen. Dann das Becken abheben. Und auch das rechte und linke Bein. Und das Becken bleibt schön oben. Becken oben lassen. 3, 2 und 1. Und Pause. Entspannen. Sehr schön. Und die letzte Runde. Machen wir hoch das Becken. Spannung halten und rechtes und linkes Bein abheben. Prima. Halten. 3, 2, 1 und Pause. Sehr gut. Prima. Dann einmal auf den Bauch legen. Letzte Übung für heute. Beide Arme ausstrecken und beide Beine. Und wer es kann, kann die Beine hinten abheben und die Arme. Und wir gehen auf die rechte und linke Seite. Sehr gut, dann hoch, wer noch kann, Arme anheben, 3, 2, 1 und locker, Pause, entspannen und tief ein- und ausatmen, sehr schön. Zweite Runde, Beine anheben und die Arme anheben und nach rechts und links. Sehr gut. 3, 2, 1 und wenn noch kann, hoch mit dem Oberkörper. 3, 2, 1 und Pause. Entspannen. Schön tief ein- und ausatmen. Beine mal lockern. Und dann letzte Runde für heute. Also nochmal alles geben. Beine hoch und die Arme nach rechts und links. Oberkörper bleibt oben. 3, 2, und einmal noch. Wer noch kann, Oberkörper anheben. 3, 2, 1 und Pause. Und einmal lang machen. Schön lang strecken. Ganz lang machen. Nochmal Arme nach vorne und hier durchhängen lassen. Dann die Arme seitlich schön auseinander und wer kann, das Becken ablegen und den Oberkörper anheben. 3, 2, 1 und hochkommen. Linkes Bein auf die rechte Seite. Und linke Arm auch auf die rechte Seite. Schön tief hier ein- und ausatmen. Und locker lassen, Seite wechseln. Rechter Arm und rechtes Bein auf die
linke Seite tief ein- und ausatmen, noch ein Stück weiter gehen und lösen. Handflächen nach oben und wir drehen uns so weit es geht nach rechts. Tief ein- und ausatmen, noch ein Stück weiter. Seite wechseln. Tief ein- und ausatmen, noch ein Stück weiter und locker. Hände auf den Po legen und zurücklegen. Tief ein- und ausatmen und ganz rund machen über die Knie. Hier kurz bleiben, tief ein- und ausatmen und zurück und nochmal nach hinten. Sehr schön. Und locker, Schultern lösen und Abschluss nochmal strecken. Lang machen. Sehr gut. 3, 2, 1 und locker. Tief einatmen und fallen lassen. Sehr schön. Sie haben schon geschafft mit der Runde Rücken fit. Einen schönen Tag und wir sehen uns dann am Montag zum Fit für den Alltag.